Hey Leute, Kev wieder am Start mit meinem ersten Video zu PlayerUnknown's Battlegrounds, was ja momentan sehr beliebt ist auf dem PC bzw. auf Steam. Und ja, dachte ich mir, mache ich mal ein Video nebenbei, da ich es momentan sehr, sehr cool finde, das Spiel. Und es auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß macht. Das Spielprinzip ist eigentlich auch ganz einfach. Und zwar sind wir gerade 96 Spieler, die jetzt hier auf dieser Karte rausgelassen werden. Und auf dieser Karte befinden sich dann halt Ausrüstungsteile, Waffen, Klamotten und ja, sämtliche andere Teile. Und ja, 96 Spieler, die jetzt hier auf dieser Karte rausgelassen werden. Und man muss halt versuchen, so lange zu überleben, wie es nur geht. Das heißt, jeder Spieler, der uns über den Weg läuft, müssen wir halt killen. Und ja, der Letzte wird dann halt das Match gewinnen. Aus dem Grund müssen wir uns als erstes mal hier eine Waffe besorgen. Wir sind jetzt hier an einer Schule rausgesprungen, die ich persönlich ganz cool finde, da ich da eigentlich mal eine ganz gute Waffe finde. Nur leider sehen das die anderen Spieler auch so. Hier sieht man es ja, gerade hier ist noch einer abgesprungen, der jetzt hier auf dem Weg zur Schule ist. Und da haben wir noch einen. Deswegen müssen wir jetzt natürlich aufpassen und direkt eine Waffe besorgen, sofern wir jetzt hier eine finden, damit wir uns halt jetzt hier wehren können. So, der andere ist jetzt hier unter unserem Dach. Hier haben wir eine Schrotflinte, direkt hier mit Munition. Ich hoffe, das ist die mit 5 Schuss. Umso besser. Es gibt auch eine mit 2 Schuss, aber... Komm schon. Ah, da ist er, sehr schön. Ah, fuck. Ja, da habe ich ihn getroffen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er mir jetzt hier entgegenkommt oder ob er sich jetzt hier versteckt hat, weil weit kann er nicht. Er kann nur da ins Gebäude. Da vorne ist noch jemand mit dem Auto lang gefahren. 3 Schuss haben wir noch. Ich lade jetzt gleich nochmal lieber nach, weil ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr. Ich schätze mal, dass er sich jetzt hier unter der Wand befindet. Ja, da ist er. Gut. Wir springen einfach mal runter und dann... Ja, geil. Komm. Ja, schön weggeschrotet. Unser erster Kill hier. Geil. Ich meine, er hatte, glaube ich, sowieso keine Waffe, weil er auch gerade direkt abgesprungen ist. Und hätte er sich hier die Waffe geholt, dann hätte ich ihn auch gekillt. Also von daher passt das schon. Und somit haben wir jetzt hier unseren ersten Kill mit der Schrotflinte. Ich meine, er hatte sowieso keine Chance, weil er halt keine Waffe hatte. Genau das ist das, was ich meine. Und das kann mir natürlich auch passieren. Solange ich abspringe, ist mir auch schon öfters passiert und ich keine Waffe hatte und dann kam irgendein Gegner und hat mich gekillt. Deswegen ist es halt immer vom Vorteil, direkt eine Waffe zu finden. Genau. So. Momentan ganz gut. Hier haben wir eine Granate zum Beispiel. Habe ich jetzt einfach mal geworfen, weil ich sonst eigentlich keinen Sinn sehe, eine Granate zu werfen. Ich in dem Fall auch eigentlich nie eine benutze. Auch Rauchgranaten, Blendgranaten eher selten. Beziehungsweise gar nicht. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Rauchgranate. Noch eine Handfeuerwaffe mit Munition. Hier haben wir dann noch eine Munitionskiste, kleine. Beziehungsweise Magazin, glaube ich. So, das Problem ist natürlich, dass wir jetzt hier in der Schule sind, ne? Und ist natürlich alles sehr winklig. Und ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen anderen Gegner sind. Es sind auf jeden Fall 3 Leute hier abgesprungen. Einen habe ich auf jeden Fall jetzt kalt gemacht mit der Schrotflinte und die anderen werden jetzt wahrscheinlich auch noch rumlaufen. Deswegen müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, hier will ich jetzt nicht direkt reingehen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass ich jetzt hier gleich gekillt werde. Natürlich ist die Schrotflinte hier in dem Bereich momentan gut, ne? Weil auf der Distanz bringt das ja nicht viel. Gerade im Nahkampf ist die Schrotflinte von Vorteil. Gerade wenn wir jetzt hier in den Räumen sind. Ich schätze mal, hier wird irgendwo noch einer rumlaufen. Ist das eigentlich immer so? Hier haben wir zum Beispiel noch eine Turnhalle. Ich kann da jetzt aber auch nicht runter, ne? Das ist halt, da werde ich natürlich direkt gesehen. Ich höre jetzt aber auch keine Schritte oder so. Bis jetzt noch alles ruhig. So, hier haben wir noch einen schönen Erste-Hilfe-Koffer. Sehr schön. Den wir wahrscheinlich auch nochmal brauchen werden, sofern wir halt lange überleben. So, jetzt sind wir noch 69 Spieler von 96 Spielern. So, jetzt gehen wir hier mal in eine Turnhalle. Hier sind eigentlich auch immer Waffen. Also hier muss jemand gewesen sein und die ersten Waffen schon eingesackt haben. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Also, das kann doch nicht sein. Hier ist echt nichts mehr, ne? Ja, immerhin habe ich noch 42 Schuss hier auf der Schrotflinte. Ja, hier ist nichts. Wo ist der Kollege denn? Ja, ich weiß, hier waren wir eben, aber es ist natürlich auch ganz gut, wenn man mal im Kreis läuft. So. Beschränkter Spielbereich verkleinert sich gleich in 2 Minuten. Deswegen müssen wir halt ein bisschen
Hier haben wir noch schöne Munition. Ah, toll, jetzt habe ich hier den Mantel angezogen. Den wollte ich gar nicht anziehen. Jetzt habe ich hier so einen Pelzmantel, so eine Winterjacke an. Ja, muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie wann wechseln kann, weil eigentlich von der Optik her sieht das nicht gerade sehr gut aus. Okay, hier ist jetzt auch keiner. Hier ist noch Schmerzmittel, habe ich vergessen einzunehmen eben. Ist auch natürlich gut, dass wir einen Rucksack gefunden haben. Umso mehr können wir natürlich transportieren. Ah, da war einer, da war einer. Ah, what the fuck. Ah, geil. Jetzt haben wir den auch noch gekillt. Da, genau das ist das, was ich meine. Mit der Schrotflinte schön im Nahkampf. Da hat er keine Chance. Und der hat natürlich richtig geile Ausrüstungsteile, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich schon einer gewesen, der hier schon richtig schön eingesammelt hat. Die Waffen, die ich gesucht habe. Hier ein richtig geiler Helm hat er. Den werden wir uns natürlich auch direkt mal schnappen. So, Munition natürlich direkt alles nehmen. Das Problem ist natürlich, ich kann jetzt direkt hier auch noch abgeschossen werden, indem ich ihn gerade ausnehme. Kann irgendein Spieler von der Ecke kommen und mich killen. Ah, der hier, schöne Waffen hat er. So, erstmal nachladen hier, zur Seite gehen. Ja, ja, wie gesagt, der hatte halt keine Chance, ne, weil ich direkt neben ihm war mit der Schrotflinte. So, perfekt. Gucken wir nochmal. Der Helm ist auf jeden Fall ganz cool. Also gefällt mir schon echt ordentlich. Ist, glaube ich, das ist auch der Helm, der auf dem Cover ist von dem Spiel. Ah, hier haben wir noch ein schönes Visier. Das können wir direkt mal dran machen. Wo haben wir's? Da haben wir's. Ja, wie gesagt, man kann die Waffen auch modifizieren. Man findet halt die Waffen dann halt an anderer Stelle die Visiere, Schalldämpfer oder Griffe oder so. Da muss ich noch auf Einzelschuss auf vollautomatisch stellen. So, hier sieht man es ja. Jetzt habe ich natürlich ein richtig geiles Visier noch drauf bekommen. So, bis jetzt hier. Alter, was ist das? Ich könnte schwören, ich habe hier gerade ein Motorrad gehört. Wo ist denn das Motorrad? Da fährt er. Ja, aber ich habe keine Chance. Kann ich schießen, wie ich will? Nee. Das bringt halt nichts. Er ist zu schnell. Aber wo ist er jetzt lang gefahren? Das kann nicht sein, ne? Kann natürlich sein, dass er da jetzt aus der Mauer kommt. Aber ich habe ihn da auch nicht mehr langfahren sehen. Na, egal. Ich will da jetzt auch kein Risiko eingehen. Momentan noch 57 Spieler auf der Karte. Muss ich jetzt erstmal gucken, wie wir das jetzt machen. Ich höre den aber irgendwo. Irgendwo fährt er hier noch rum. Jetzt nehme ich hier noch ein paar Energy Drinks mit etc. Wo ist denn der? Ich habe jetzt ehrlich gesagt, das ist natürlich ein bisschen Risiko. Nervenkitzel ist natürlich... Da ist er doch. Ah, komm. Das kann nicht sein, ey. Warum ist er denn nicht abgestiegen? Naja, ist auch egal. So, wir gehen jetzt nochmal hier in das Gebäude. Wie gesagt, die Karte ist extrem groß. Ich bin jetzt auch nur hier, um halt Ausrüstungsteile erstmal zu kriegen, beziehungsweise noch ein bisschen Munition zu finden. Ist halt alles auf der Karte verstreut und wenn man natürlich hier in dieser Runde stirbt, ne, dann kann man direkt ins Menü gehen und direkt nochmal von vorne starten, da es auch nur diese eine Karte gibt. Ja, hier ist nichts mehr. Natürlich scheiße, ne? Ich finde jetzt hier auch keine Waffen mehr, gar nichts. Hier übrigens das Schwimmbad, wo auch nichts hier. Was haben wir da? Da habe ich noch irgendwas gesehen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Handfeuerwaffe. Die wollte ich jetzt zwar nicht, aber da haben wir noch ein bisschen Munition. Aber die kann ich, glaube ich, gar nicht mehr einnehmen. Nee. Das liegt daran, weil der Rucksack schon voll ist wahrscheinlich. Und ich jetzt auch zu viel Sachen transportiere. So, wir werden jetzt erstmal hier die Dings nachladen. So, ich will mich jetzt hier auch ehrlich gesagt nicht weiter drauf verlassen, dass hier noch jemand ist. Deswegen werde ich mich jetzt hier erstmal... Sorry, aber werde ich mich jetzt hier erstmal verpissen. Ja. Das Ding ist einfach, der Radius wird sich jetzt hier immer mehr verkleinern. Man sieht das ja. Man hat ja gerade auf der Karte gesehen, dass wir ja hier zwei Kreise auf der Karte haben. Und ja... Die Karte bzw. der Radius verkleinert sich immer, sodass man als Spieler
immer mehr zusammengetrieben wird und dann zum Schluss halt nur noch einen kleinen Bereich hat, wo man spielt. Und umso schneller geht die Runde halt vorbei und umso mehr ja, treffen sich die Spieler halt, um sich gegenseitig zu killen. Ne? Also man sieht es ja hier, der blaue Kreis verkleinert sich immer, der weiße Kreis ist noch stabil, sage ich jetzt mal. Also da tut sich noch nichts. Das heißt, der blaue Kreis geht jetzt langsam zu dem weißen Kreis. So, ich gucke jetzt aber noch mal kurz hier, ob ich hier irgendwas finde. So, was haben wir hier? Na geil, hier haben wir noch ein richtig geiles Visier. Also hat sich noch mal richtig schön gelohnt, hier in die Butze reinzugehen. So, jetzt habe ich hier noch ein Minderungsfeuer, glaube ich, oder ein Griff, weiß ich jetzt gar nicht. Was haben wir hier? Blendgranate brauche ich jetzt nicht. Hier haben wir das. Zweimal Zielpunkt-Visier. Das habe ich jetzt hier erstmal auf die MP. Ne, nicht MP5, sondern MP9 gemacht. UMP. Somit habe ich jetzt natürlich ein richtig geiles Visier an der Waffe. Und muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Visier bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Gerade weil man da richtig schön. Ja, man hat es ja gerade gesehen. Ich finde es persönlich ganz geil, das Visier. Weil man halt richtig gut damit zielen kann. So. Ich werde jetzt hier gerade richtig schön eingekesselt. Der Radius verkleinert sich, der Spielbereich. Deswegen ziehe ich mir jetzt nochmal schnell einen Red Bull rein. Hier so ein Energy Drink. Jetzt müsste man es gleich sehen. Und zwar genau jetzt. Jo, da hat man es gerade gesehen. Das ist jetzt hier gerade die Situation, die ich meine. Der Spielbereich verkleinert sich. Ich befinde mich jetzt halt in dem Spielbereich, wo man halt kaum noch überleben kann. Man sieht ja, ich verliere jetzt mittlerweile ein bisschen Leben. Ich weiß gar nicht, ob der Energy Drink jetzt hier noch was bringt. Deswegen muss ich mich jetzt halt umso schneller in den Radius wieder begeben. Gut. Ich muss natürlich auch ein bisschen nach hinten gucken. Nicht, dass mir jetzt hier noch einer folgt oder so. Nicht, dass er auch noch von der Ecke da gekommen ist, wo ich hergekommen bin. So, ja, hinter mir ist jetzt gerade die rote Zone und in dieser roten Zone, weiß nicht, die wird von irgendwas beschossen. Man hört es ja auch. Und jetzt sieht man ja natürlich hier noch die Wand vom Radius. Deswegen verliere ich halt jetzt auch momentan Leben, weil man in der Zone halt nicht mehr viel überleben kann. So, jetzt bin ich wieder drinne und jetzt verliere ich auch kein Leben mehr. Deswegen muss ich jetzt so schnell wie möglich halt auf der Karte zu dem weißen Kreis. Da bin ich dann erstmal safe. Ja, die Jacke, ne, die stört mich ganz ehrlich, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, die passt überhaupt nicht ins Spiel. Dass ich jetzt hier mit so einer Winterjacke rumlaufe. Passt überhaupt nicht zu dem Szenario. So, ich gehe jetzt hier nochmal ins Gebäude. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Kuhfuß. Ah, brauche ich aber nicht. Natürlich kann da hinten noch jemand sein im Gebäude. So, wir haben jetzt zwei getötet. 38 Spieler sind noch am Leben. Also wir sind noch ganz gut dabei. Wir müssen uns aber wieder halt ein bisschen beeilen. So. Kommen wir nochmal kurz hier. Aber ich glaube, hier wird auch nicht viel sein. Was haben wir hier? Ja, das brauchen wir nicht. Ich meine, ich werfe sowieso nicht mit Blendgranaten, Rauchgranaten oder Handgranaten. So. Man hört ja auch manchmal hier die ganzen Schüsse, ne? Aber man kann halt nicht sehen, wo die herkommen oder wo die Spieler sich überhaupt befinden. Das ist halt sehr, sehr schlecht zu bemerken. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt rechts welche im Gebäude sind und die mich halt sehen und dann abschießen können. Man weiß, wenn man abgeschossen wird, ist es auch ganz schwierig zu erkennen, von wo. Jedenfalls geht das mir so. So. Müssen wir erstmal gucken, wo wir jetzt hier noch langlaufen können. Ich guck lieber nochmal nach hinten. Da ist doch jemand, oder? Ich dachte, das Spielbereich verkleinert sich gleich wieder. Ich glaube, da in diesem kleinen Dorf oder so, da sind noch welche.
So, gleich bin ich jetzt, wie man sehen kann, in dem weißen Bereich. Da bin ich dann erstmal safe. In 10 Sekunden verkleinert sich der Bereich sowieso. Aber wenn ich in dem weißen Bereich bin, in dem weißen Radius, ist eigentlich erstmal noch alles okay. So, jetzt wird der Bereich verkleinert. So, ich könnte natürlich mich jetzt hier erstmal schön hinpflanzen und mich hinlegen und ja, nach weiteren Gegnern gucken, die jetzt hier gleich aus diesem Radius rauskommen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Weil hier wird, glaube ich, jetzt. Kann natürlich sein, dass hier jemand ist oder auch nicht, ne? Deswegen bin ich mir jetzt hier nicht sicher. Deswegen würde ich sagen, wir warten jetzt hier erstmal, bis der Bereich sich verkleinert. Und dann müsste eigentlich noch irgendwo von irgendwo müsste einer kommen. Weil das ist genau das gleiche wie das Problem, was ich eben hatte. Ich bin ja eben auch aus diesem Bereich gekommen, wo ich mein Leben verloren habe. Deswegen schätze ich mal, dass jetzt hier eben irgendwo jetzt auch noch mal irgendwo einer rauskommen wird. Man sieht es ja, da kommt wieder dieser Kreis von der Karte her, dieses Blaue da. Da fliegt noch ein Flugzeug lang. So, und der Bereich wird immer kleiner. Aber ich sehe jetzt hier auch nichts. Ne. Ja, nice, da ist doch sogar einer. Komm schon, komm schon, komm schon. Das Visier ist natürlich jetzt nicht so optimal, aber ich finde es auf jeden Fall viel, viel besser als wie gar kein Visier. Und der kommt jetzt halt aus diesem Bereich, ne? Um sich selber den Arsch zu retten. Komm schon. Ich habe ihn auf jeden Fall einmal getroffen. Ich verstecke mich jetzt hier lieber. Das Gute ist, er sieht mich natürlich jetzt nicht, ne? Wahrscheinlich weiß er auch gar nicht, wo die Schüsse herkommen. Er muss ihn natürlich auch selber beachten, damit er nicht stirbt. Jetzt ist er da hinterm Baum. Zack, zack. Komm schon, komm raus. Jetzt habe ich nochmal auf Einzelschuss gestellt, damit ich nicht so viel Munition verballer. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Schuss. Da ist er. Zack, getroffen. Nochmal getroffen. Nochmal getroffen. Das kann ja nicht sein. Alter, wann ist er? Komm schon. Jawoll. 3 Kills, Alter, aus der Entfernung, richtig geil. Mit der UMP9. 3 Kills jetzt mittlerweile. Jetzt sind nur noch 28 Spieler am Leben. Darum war es geil, dass ich dieses Visier gefunden habe und dass ich auf dieser Position liegen geblieben bin. Ich wusste, dass einfach da einer kommt aus diesem Bereich. So, jetzt müssen wir uns natürlich beeilen. Der weiße Kreis hat sich jetzt verschoben, sodass wir. Was haben wir hier noch? Dass der Bereich sich gleich wieder verkleinern wird, sieht man hier, beschränkter Spielbereich in 2 Minuten, wird sich der Radius wieder verkleinern. Insofern müssen wir uns halt wieder ein bisschen bewegen. Ja, nice, ey. Er hat sich zwar hinterm Baum versteckt, aber er hat mich nicht gesehen. Er hat mich überhaupt nicht gesehen. Das hat man einfach daran gemerkt, weil er mich nicht abgeschossen hat. Hatte mich auch hingelegt, also war es etwas schwieriger für ihn. Das war doch mal ein richtig geiler Kill. So, ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Ja, ich schätze mal, die ganzen Gebäude, die ich jetzt hier noch vor mir habe, die sind alle schon durchsucht worden. Dass ich jetzt hier auch nichts mehr finde. Und so, wo haben wir hier noch einen? Ich sehe jetzt hier aber auch keinen mehr. Okay. Die Häuser sind jetzt auch nicht gerade sehr. Hier fährt irgendwo jemand lang. Ich weiß nicht, ob man es genau hören kann. Hier fährt irgendwo jemand mit dem Auto oder mit dem Motorrad. Alter, ich gehe jetzt hier lieber mal ins Gebäude rein. Ey, ich habe irgendwie Schiss, dass ich überfahren werde. Weil überfahren werden kann man über weite Strecken auch. Vor allen Dingen, du weißt nicht, wo das Auto auf einmal herkommt. Da hatte ich schon ganz oft, dass ich überfahren wurde. Deswegen gehe ich jetzt lieber erstmal hier in das Haus und warte, bis dieses Geräusch weg ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, ey. Na komm schon, wo ist er? Ich habe keine Ahnung. Spielbereich verkleinert sich in 10 Sekunden.
Da ich jetzt sowieso gleich hier wieder in dem safen Bereich bin, ist eigentlich alles okay. Können wir natürlich jetzt hier auch wieder hinlegen und auf den Spieler warten, der aus dem Radius kommt. Wie gesagt, ich hoffe auch, man kann das verstehen, was ich meine. Oh, da ist er. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich lege mich mal lieber wieder hin. Da ist er. Zack. Nicht getroffen, nicht getroffen. Kann nicht sein. Schön die Munition verbraten. Gar nicht mehr getroffen. Oh, schöner Treffer. Er hat mich aber auch getroffen, beziehungsweise schon gesehen. Habe ich schon wieder mit einem erfahrenen Spieler zu tun. Deswegen trete ich mal lieber den Rückzug an. Ich habe jetzt auch nur noch 4 Schuss. Weil ich mir jetzt einfach. Es ist auch einfach besser, den Rückzug anzutreten, muss ich ganz klar sagen. Ich will da jetzt auch kein Risiko eingehen. Ich meine, es sind nur noch 25 Spieler. Und einer davon bin ich. Deswegen hoffe ich, ich werde auch so lange überleben wie möglich. Genau. Ja, hier haben wir leider auch nichts mehr. Haben sie auch schon alles weggenommen. Problem ist natürlich, dass jetzt hier irgendwo jemand aus dem Fenster schießen kann. Und den Spieler, den ich gerade abgeschossen habe, der muss natürlich jetzt mir auch irgendwie hier entgegenkommen. Weil der jetzt auch in dem Bereich ist, wo man halt nur noch ganz schlecht überleben kann. Beziehungsweise wo er sein Leben verliert. So, ich gehe jetzt mal hier in das Gebäude. Tür natürlich wieder zu. Oh, nice. Was haben wir denn hier? Noch ein bisschen Munition. Hier haben wir eine richtig geile Knarre. Aber ich gucke lieber erstmal hier den ganzen Raum ab. Schon ganz oft gab, dass hier einfach jemand gechillt hat. Ich gucke und ich bleib lieber nochmal hier. Da sieht man ja, dass gerade da die Grenze ist von der Spielwelt. Ja, deswegen wechsle ich mal kurz das Visier. Das heißt, der müsste eigentlich jetzt hier irgendwo rumlaufen, den ich eben abgeschossen habe. So, man hat es hier gerade auf der Karte gesehen. Der Radius ist jetzt sehr, sehr klein. Das heißt, jetzt geht wirklich um alles. Und ich habe es jetzt auch mittlerweile echt weit geschafft. 3 Kills gemacht mittlerweile. Und ich lebe noch. Das heißt schon einiges. Der Bereich verkleinert sich in einer Minute. Ich muss mich leider jetzt hier erstmal vom Acker machen. Natürlich gut, dass hier eine Mauer ist. Und da bin ich erstmal ein bisschen geschützt. Durch meine Winterjacke. Sorry, aber ich finde es einfach nur lustig, wie das aussieht, mit der Winterjacke hier rumzulaufen. War nicht schlecht, ey. Ja, man hört ja jetzt hier auch mittlerweile über diese kleinen Schüsse, ne? Also, jetzt sind noch 19 am Leben, deswegen, ja, müssen wir das hier jetzt aufpassen. Ist natürlich geil, wenn man diese Schüsse einfach hört, ne? Und man weiß, irgendwo schießen sie sich gerade gegenseitig ab, aber man weiß nicht direkt wo. Und das ist natürlich ein bisschen Nervenkitzel, ne? Jetzt hier mit so vielen Spielern zu überleben. 5 Sekunden und der Spielbereich wird sich jetzt gleich verkleinern. Gut, ich werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen weiter weg bewegen. Da haben wir einen Spieler, da ist einer. Habe ich gesehen, da Tür auf und jetzt hat er die Tür zugemacht. Gut, schießen konnte ich da nicht. Ich wollte mich da jetzt auch nicht unnötig aufmerksam machen. Aber man hat sie ja genau gesehen, ne? Er ist in das Gebäude gegangen, hat die Tür aufgemacht, ist reingegangen und hat sie dann wieder zugemacht. Ist natürlich praktisch, ne? So. Aber ich gehe jetzt nicht direkt dahin. Da haben wir noch einen Spieler. Komm schon, komm schon, komm schon. Das kann nicht sein, ey. Wo ist der jetzt? Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Man hat es ja gesehen. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Hier haben wir noch ein Auto, was da geparkt hat. Sind wir mit dem Auto gekommen. Ja, ich lebe jetzt auch nicht mehr gleich. Man sieht ja, dass die meine Lebensanzeige immer mehr abgezogen wird. Es sind nur noch 15 Leute am Leben. Von 96 Leuten, Spielern, sind nur noch 15 am Leben, Leute. Ich bin ganz nah dran, hier mal einen Rekord von mir aufzustellen. Da
Deswegen hoffe ich, ich überlebe noch ein bisschen. Leider habe ich nicht mehr so viel Munition. Das ist. Oh, da läuft der nächste. Zack. Einmal getroffen. Ich treffe ihn nicht, ne? Kann doch nicht sein, ey. Wieso treffe ich den denn nicht? Jetzt ist er weg. Einmal habe ich ihn auf jeden Fall getroffen. Ne, ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr. Wo ist der denn jetzt? Da läuft er. Da ist er. Jetzt wird er gleich da sein. Oh. Jetzt hat er jemand anders den schon runtergeholt. So, 1 Minute, dann wird der Spielbereich wieder verkleinert. Jetzt hat er nur noch 12 am Leben, Leute. Nur noch 12 Stück und wir sind gleich nur noch auf so einem engen Raum, dass wir uns eigentlich nur noch gegenseitig killen können. Deswegen müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufmerksam sein. Irgendwo wird auch schon wieder geschossen. Aber hier war auf jeden Fall eben noch ein anderer Spieler, den ich angeschossen habe. Jetzt sind nur noch 10, Leute. Ich bin jetzt in den Top 10. Ich bin wirklich in den Top 10, Leute. Mega geil. Von 96 Spielern. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Alter Falter, geil. So. Ich werde jetzt aber hier mal außenrum gehen. Das ist natürlich ein Problem, ne? Da sind Häuser. Werde ich wahrscheinlich leichter gesehen. 5 Sekunden und der Bereich wird verkleinert. Ich werde mich jetzt hier erstmal hinlegen. Komm schon ganz chillig hier. Alter, hier. Jetzt sind nur noch 8 am Leben. Nur noch 8 Spieler, Leute. Nur noch 8 Spieler. So. Da haben wir noch ein Auto. Okay, damit kann ich jetzt auch nichts anfangen. Ich habe wirklich nur noch 7 Schuss auf der. Na, Alter, wo kommt der denn her? Ey, es kann nicht sein, ey. Du hast es in die Top 10 geschafft. Ja, nice. Ey, das kann doch nicht sein. Da kam der von hinten und ich habe nicht nach hinten geguckt, ey. Richtig bitter. Es kann nicht sein. Das war wahrscheinlich der Spieler, den ich angeschossen hatte vorhin. Ja, nice. Immerhin 7 von 96 Spielern, Leute. Geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Das war's mit dem Video. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin raus.